Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 3 und dem Beagle. Wir brechen immer noch bei Marlowe und Talbot ein, weil wir Dinge haben wollen. Keine Ahnung. Oh, King's Cross. Das ist der Hogwarts Express. Marlowe hat den Hogwarts Express zerstört. Das erklärt eine Menge. Leute, das erklärt eine Menge. Ich darf da nicht hochklettern. Oh, Nate. Sind wir denn hier gelandet? Weiß ich nicht. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Du hast doch letztes Mal schon Das Ding ist gesagt, bestimmt zu King's komplex. Cross. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's, ne? Oh, komm schon, Sally. Du hast doch schon viel seltsamere Sachen gesehen. Da ist das hässliche Auto. Na gut, das ist ein schwarzes Auto. Dementsprechend kann es vielleicht auch gar nicht hässlich sein. Naja. Was hat die denn hier für geilen Zeugs rumstehen? Das ist ja Wahnsinn. Blinken die Schätze gar nicht mehr? Ich hab nicht drauf. Doch, die blinken natürlich. Ich hab's ja letztes Mal auch an den Dings blinken sehen. Huch. Zurück. Erledige sie leise. Okay, Was ich finde, immer, Cutter Claire. hat's deutlich brutaler gemacht als ich. Na los, wir sind sicher hier durch. Wird Und es wird Cutter, also seltsam. Charlie, nicht auch ein bisschen auf Wow, euch wie der dieses Typ mit Mauerwerk. Muskeln Kleines und Tudor, ohne Gehirn? 16. Jahrhundert. Okay. Kann ich nicht schneller laufen? Ist das so? Na gut. Irgendwie wird das Ganze hier immer Wird unheimlicher. es in der Tat? Warum ist hier sowas unten drunter? Warum dreht die Musik so durch? Nach oben. Ich bin nicht Da in einem ist ein Horrorspiel, Weg. Leute. Ich habe extra nicht The Last of Us gespielt, weil ich genau weiß, was da kommt und ich ein bisschen. Leute, guckt es euch an. Habe ich schon Angst Hallo? davor hab. Wo hier drüben? Boah, das sieht aber alles sehr schick aus. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen Scheiße. interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis. Wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Ach. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Was für eine Hexe, ey. Heftige, heftige Hexe. Und jetzt? Drücken Sie ich weiß jetzt nicht, ob Nate sich dabei nicht auch wehgetan hat. Naja. Haben wir jetzt alle erledigt, oder? Dass die Marlowe, die ja mit Sully anscheinend da irgendein krummes Ding vor Jahren laufen hat, nicht auf die Idee kommt, dass Nate und Sully sie über den Tisch gezogen haben. Also so direkt. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Das ist so bescheuert, Entschuldigung. Aber wenn ich weiß, dass ich mit zwei Halunken Geschäfte mache, muss ich davon ausgehen, dass diese Halunken mich auch betrügen.
Seht euch den ganzen Kram an. Ey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien? Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie? Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Hat er? Okay. Na dann los. L. O. Was denn? Das heißt, Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Aber Dude, nimm doch den Ring. Mal ohne Witz, hat er den Ring jetzt da drin gelassen? Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Warte mal. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland. Ich kann nicht weiter. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Ja. Ist okay. Vielleicht ist sie da drin. Sie könnte eigentlich, aber... Hexe. Da, ja. Hexe. Nein, Iron Sharps, Iron, so a friend sharps a friend. Er hat sich die Handynummer von Katta da oben hingeschrieben. Sally. Ach, was? Elena ist nicht drin. Nate. Ja, Entschuldigung. Sie sind gleich dran. Ja. Ja, genau, Kumpel, mach hin. Ist gut, ich weiß, dass ja eh schon hier oben war, das Ding da. Da ist sie. Jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Galionsfigur von Drakes Schiff. Moment. Bestimmt irgendwo hier. Hier? Aha. Also, ich nehme mal an, auch wenn ich es für ein Gerücht halte, dass er seit 20 Jahren genau darauf wartet. Erzähle ich euch gleich. Oh, Nate. Shit, das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Oh, nein. Na los, Nate, komm schon! Was zur Hölle machst du? Nimm das Buch und die Signierdisk! Los! Nein! Ich hab keine Wunde! Okay, was mach ich denn jetzt? Jetzt muss ich mir was anderes nehmen, ne? Ich schleiche mich da an und jetzt kann ich... Die Munition aus. Nehmt ihre Waffen! Ja, bin dabei. Hab ich getan. Also ich nehme mal ganz, ganz, ganz stark an, dass Elena im Moment keine Rolle für Nate spielt, denn die wird gar nicht zulassen, dass er so eine Dönekes hier macht.
Achso, ich dachte, ich könnte nochmal draufhauen, aber ist okay. Ich finde es schön, dass er anscheinend zuguckt, während sein Kollege hier heftig gebamst wurde. Warte mal. Ich hab's doch geahnt. Ja, ja. Ah. Ich sehe die gar nicht hinten richtig. Ja, schon klar, aber wir können hier nicht durchlaufen. Er kommt hier hoch. Er hat kein Recht, hier hochzukommen. Sully, gut gemacht. Was macht ihr beiden da eigentlich? Ich sehe nichts. Okay. Ich sehe aber echt nichts. Okay. Mal ist Cutter derjenige, der wirklich noch, oh, da ist ja noch einer. Na gut von mir. Ja, ne? So sieht's aus. Okay. Man gibt mir das. Warum? Vermutlich, weil die Wumsi hier noch nicht vorbei ist. Die Bad. Degresche. Sag ich doch, ich hab's gesehen. Na? Na, ich hab doch deinen Kopf erwischt, Dude. Jetzt rennt er weg. So, oh mein Gott. Was bist du denn, seltsamer Dude? Au! Faustkämpfer, das ist so gut. Boah, was? Aua! Sag mal, wie oft kann man eigentlich an dem Kopf vorbeischießen? Ja, ist okay. Aber die Stelle hier ist trotz allem nicht schlecht. Nee, falsch. Noch ein weiter. Wenn du ein bisschen mehr Skill beweisen, dann ist die Stelle hier gar nicht schlecht. Hey, komm. Er kommt, Alter, wie er sich hier vortraut und sagt, ey, ich bin hier der beste Dude. Von da hinten. Mal. Ah! Sag mal, ich schieße den im Kopf und es interessiert ihn nicht? Das interessiert ihn aber. Da. Irgendwie sind Kopfschüsse auf Entfernung deutlich einfacher. Als direkt, wenn der Dude vor ihm steht. Anscheinend kann er die Kugeln besser abfedern, wenn er direkt vor ihm steht. Keine Ahnung. Okay. Ach, natürlich noch mehr. Die sind fast so gut ausgerüstet wie Lazarevic, muss man sagen. Na? Uff. Alles klar. Okay, den habe ich erwischt. Den auch. Da hinten im Nebel sehe ich nicht. Das ist schlecht. Der ist aber doch noch nicht tot da hinten im Nebel. Da bin ich mir relativ sicher, dass der noch nicht tot ist, oder? Hat Sully geregelt. Naja, Sully ist ja nicht zu doof zu allem. Was war das denn jetzt? Oh, hi. Kaboom. Da kriegt er Angst. Da bückt er sich einfach, damit er den Kopfschuss nicht abkriegt. Das klingt nicht gut. Oh no. Warte mal. Hab ich ihn? Sag mal, wie oft habe ich den jetzt im Kopf geschossen? Das waren 3 Kopfschüsse und der hat sich gedacht, Dude, nein. Die
abgesägte Schrotflinte. Warum nicht? Wenn wir wieder so ein... Hey, da ist der Leiter! Los, Beeilung! Kommt. Ja, ist okay. Kann man mitarbeiten. Hab ja sonst eher nicht mit Schrot gearbeitet hier in Uncharted, aber wer weiß. Kommen wir ein bisschen schneller. Ich glaube, hier in den engen Gängen ist es in der Tat nicht das Schlechteste. Boah, ich guck sie dir an. Oh, Mist. Oh, Mist. I know. Oh, Mist. Okay. Ich sehe die... Von hier bin ich nicht so gut ausgestattet. Alter, ich sehe nichts. Ach so, okay. In der Tat schon, Na, gib mir die her. In der Tat scheinen Cutter und Sully... Cutter, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Ach, der gute Mann ist Engländer. Deswegen haben sie sich den geholt. Aus keinem anderen Grund. Oh. So. Kopfschussexperte. Noch keine drei Parts hier oder so. Und schon direkt Kopfschussexperte. Ich glaube, Part 4 sind wir. Wie viel habe ich denn da erwischt? Welche muss ich gleich mal nach der Augen. Au! Von wo? Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Au, voll erwischt. Gar nicht schlecht von hinten, ey. Oh. Warte, warte, warte. Gar nicht schlecht, hier von hinten anzukommen. Wo ist er denn jetzt? Ach da, er hat die Seite gewechselt. Ups, er hat mich mit dem Schuss echt abgetrieben. Das ist gar nicht schlecht gewesen, Dude. Der kann seinen Job ein bisschen besser als die Lazarevich Boys. Na, na. Ach komm, es ist... Vielleicht ist er ein bisschen mutiger. Okay. Ah, jetzt habe ich es aber. Ah! Au, au! Voll erwischt hier! Okay. Wenn die jetzt so spielen wollen, spiele ich mit. Das klappt nicht so gut. Ups. 20 Kopfschüsse. Aber ich habe doch gerade schon den Kopfschussexperten erhalten. Kaum gehen die Schießereien hier richtig los, mache ich auch schon direkt, was ich anscheinend in Uncharted ganz gut kann. Aber ich habe im zweiten Teil nicht die 250 Kopfschüsse zusammengekriegt. Lazarevich Männer haben es mir unmöglich gemacht. Okay. Ach, warte mal, ich habe gar nicht mehr nach Schätzen oder so geguckt. Naja. Hm. Ach so, ich wollte ja in dem Raum noch was ausführen. Man merkt heftig, dass... Au. Erwischt. Die sich schon ein bisschen an Tomb Raider orientiert haben. Bei der Musik musste ich sofort an Tomb Raider denken. Gefühlt jeder macht Geheimkult. Sag mal, wer schießt eigentlich hier auf uns? Ja, wie verdammte Ratten, in der Tat. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein guter Schutz war.
Ja, mach doch, Cutter. Ich war hier gerade dabei, eure Ärsche zu retten. Also wirklich. Was hat euch denn jetzt daran gehindert, das zu machen? Ey? Sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten es die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war halt, das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Chloe hat Drake recht. Wusste nur die eine Hälfte. Und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Süden, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Indiana Jones Vibes. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Eine dreckige Fensterscheibe. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Schauer. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das
Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Da hat Sully sowas von recht. Ja, hier weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ja. Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Ach, ich liebe es, wenn die beiden ihren kleinen Chat-Talk da haben. Ich muss ehrlicherweise Chloe recht geben. Jedes Mal, wenn es um irgendeine verschollene Stadt geht, geht das richtig ordentlich nach hinten los. Ich sage es mal so, verschollene Städte sind bestimmt aus einem Grund verschollen. Aber okay. Ich weiß auch nicht so ganz, 20 Jahre. Er hat 20 Jahre nur daran hingestrebt. Nein, er hat Eldorado gehabt, er hat Shambhala gehabt. Naja, okay. Und wie gesagt, ich denke mal, dass Elena im Moment keine aktuelle Rolle für ihn spielt, denn die hätte das echt nicht zugelassen. Kein Stück, kein Stück. Und selbst Chloe sagt ihm, naja, eigentlich solltest du wirklich damit aufhören, das ist dumm. Und wenn Chloe das sagt, die ja eigentlich in der Branche noch anscheinend tätig ist, ich würde drauf hören. Aber nicht zu Nate und Sully sowieso nicht. Sully macht nämlich eigentlich alles für Nate. Mal gucken, wir sind jetzt in Frankreich, auch wenn das voll nicht nach Frankreich hier aussieht. Und schauen wir nächste Mal, was wir in Frankreich eigentlich wollen. Was, Sully, hast du noch irgendwas vor? Hast du Ladies-Besuch im Hotel oder wie? Vergiss es. Ja? Du musst jetzt warten, bis ich Bock habe, weiter aufzunehmen. Und jetzt so lange stehst du da rum und wartest. So, also hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wie findet ihr Malo? Und die Geheimorganisation oder was es sein soll. Wie findet ihr, dass Nate schon wieder so dumm ist und glaubt, dass das eine gute Idee ist, eine verschollene Stadt zu finden? Und warum sind es immer verschollene Städte? Es gibt so viele andere Sachen, die man finden kann. Darauf gehe ich nächstes Mal ein bisschen ein. Gehabt euch wohl und haut rein.